Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Reaction. Wir gucken uns heute Fendt Ideal 10T Mähdrescher Test Drive 17.100 Liter Korntank und kein Lenkrad an von landtechnikvideos.de. Link zum Video natürlich wie immer in der Beschreibung und Däumchen lassen wir da. Und bevor wir ins Video gucken, ganz kurz vorab, das Video kommt jetzt irgendwann um 12, 10, 12 Uhr, irgendwann so dazwischen wird es heute kommen. Montag. Und ja, ich bin jetzt wieder zurück aus Italien und wir sind heute auch live, so spätestens ab 13, 14 Uhr sind wir live hier auf YouTube. Und die Woche kommen dann nochmal ein paar Streams, ein paar Videos irgendwie reingerendert, wie es gerade passt, weil ich habe halt eben frei. Und nächste Woche ganz wieder ganz normal. Schauen wir mal, wie es läuft. Was wir spielen im Stream, weiß ich noch nicht. Wir schauen uns auf jeden Fall ein neues Spiel an, denke ich mal. Und ja, ansonsten seht ihr das dann morgen. Ich würde sagen, wir starten rein. Let's go. Ist auch nur ein kurzes Video. Machen wir gleich ein bisschen leiser. Wobei, kann man ein bisschen lauter machen. Let's go. Joystick-Lenkung im Drescher stelle ich mir entspannt vor, aber schwer. Willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Wie ihr bereits am Titel gesehen habt, wollen wir euch in diesem Video wieder neueste Landtechnik vorstellen. Den Ideal 9 Mähdrescher, den kennen wir von Fendt bereits seit 2017 und im letzten Jahr hatten wir die Maschine bereits hier in unserem YouTube-Kanal in einem Test-Drive-Video vorgestellt. Schon damals wurde viel gemunkelt, dass da noch etwas Größeres in der Pipeline steckt. Und seit dem letzten Herbst wissen wir, dass Fendt und Echo mit dem Ideal 10 ganz nach oben wollen. Ob das gelingt, das werden die nächsten Erntejahre zeigen. In jedem Fall können wir hier in Mecklenburg-Vorpommern den Ideal 10 auf Raupenlaufwerken schon... Ob wir den im LS, ich spreche jetzt mal vom LS einfach mal kurz, da haben wir den 9T und ich weiß nicht, von wann ist denn das Video? 2020, 14.08.2020. Also es ist jetzt fast ein Jahr her. Ich habe jetzt noch nicht mehr von dem 10T gehört. Ist der schon draußen? Weiß da jemand was? Schreibt es mal in die Kommentare. Viel Spaß mit diesem neuen Testdrive. Aber der ist schon geil, der Ideal. Gerade mal ein Dutzend Ideal 10 sind oder Ideal. Im Einsatz. Ach so, okay. Oh, es juckt gerade ein bisschen. Die gibt es anscheinend schon, aber da halt noch nicht so viele. Gut, ich meine, die Ideals sind jetzt nicht so weit verbreitet, bin ich mal. Gehe ich mal stark davon aus. Einen der größten Mähdrescher am Markt schon so früh in die Finger zu bekommen, ist für uns natürlich etwas ganz Besonderes. Zumal an... Kein Lenkrad, das... Ich weiß es nicht. Ich sag's, wie es ist, ich bin noch nie Joystick-Lenkung gefahren, weder im Radlader noch sonst irgendwo. Würde ich gerne mal ausprobieren. Im Radlader stelle ich es mir ganz angenehm vor, tatsächlich. Vor allem, wenn du in einer großen Fläche bist. Wenn du jetzt viel lenken musst, auf einer kleinen, engen... Platz finde ich, glaube ich, ein bisschen kacke, weil der du dann nicht so, weil ich irgendwie das Gefühl habe, du kannst nicht so, oh, jetzt mal schnell rüber, hier ist knapp, ne? Weißt du, was ich meine? Das ist dann so ruckartig, finde ich, wenn du es nicht gewohnt bist, ne, mit den Joysticks zu lenken. Aber ich glaube, im Drescher, da fährst du ja zum Großteil geradeaus und die Straßenfahrten, gut, da muss man sich halt dran gewöhnen. Aber ich denke mal, dass das jetzt beim Drescher ziemlich cool ist. Ja. Mehr wollte ich jetzt eigentlich gerade gar nicht sagen. Oh, 4K. An unserer praktisch voll ausgestatteten Testmaschine nahezu alle möglichen Optionen verbaut waren. Schauen wir mal. Das spannendste Feature ist dabei sicherlich Ideal Drive. So nennt Fendt die Möglichkeit, den Mähdrescher per Joystick auf der linken Armlehne zu lenken. Achso, das kann man also dazu kaufen. Das muss man nicht zwingend. Die Grundidee, die hinter dieser Entwicklung steckt, ist die, dem Fahrer ohne den Lenkturm eine bessere Übersicht auf das Schneidwerk zu ermöglichen. Stimmt schon. Einige Jahre kennt man die Joystick-Lenkung beispielsweise von Radladern aus der Bauwirtschaft. Bei den meisten... Da finde ich es geil, wenn du in so einer riesigen Kiesgrube fährst, ist es bestimmt der Hammer, aber wenn du jetzt auf einer kleinen, engen Baustelle bist, glaube ich nicht, dass es so geil ist. Und auch wie diese Klavier-Joysticks. Beim Gabelstapler kenne ich's. Also wir haben einen Gabelstapler auf Arbeit, wo man mit der Klaviersteuerung halt
steuert. Sau entspannt. Ich glaube, im Radlader ist es auch mega. Fahrern kommt die Technik dort sehr gut an. Um Ideal Drive durch die Zulassung zu bringen, mussten die Entwickler jedoch ein zweites redundantes System mit einer separaten Batterie verbauen, welches bei einem Zwischenfall den Mähdrescher manövrierfähig hält. Der Erntegigant lenkt sich per Joystick absolut bequem. Lenkung links, Geschwindigkeit rechts. Schon nach wenigen Runden ist man mit Ideal Drive vertraut. Wir hatten zwar nicht die Gelegenheit, den Mähdrescher bei 40 km/h auf der Straße zu fahren, jedoch sagte man uns, dass der Transport durch die proportionale Anpassung des Joysticks an die Fahrgeschwindigkeit ebenfalls ohne Probleme möglich sei. Ja, okay, dann kann schon passen. Das patentierte Ideal Drive steht als Option vom Ideal 7T bis zum 10T für netto rund 9.500 Euro im Katalog. Ah, das kann man, also gut, man kann das jetzt schon kaufen bei allen. Einen 10T gibt es anscheinend auch schon länger. Wusste ich nicht. Ja, okay. Ja, dann passt es. Hä, was ist denn jetzt los, Alter? Mach das weg. Der Ideal 10 baut zwar auf demselben Chassis, derselben Kabine und derselben Doppelrotor-Duschtechnik des Ideal 9 auf, jedoch hat man die Motorleistung, die Abscheidefläche und die Reinigung vergrößert bzw. optimiert. Das Leistungsplus gegenüber dem Ideal 9 soll laut Fendt bei etwa 20% liegen. Okay. Aber anscheinend kam der 10er dann doch ein Stückchen später. So wie ich das jetzt verstehe hier. Das Potenzial des 790 PS starken Mähdreschers ließ sich mit dem angebauten 12,20 Meter breiten Schneidwerk noch nicht ausreizen. Also neue, breitere Schneidwerke wurden uns in Aussicht gestellt. Krass, neue Schneidwerke. Wobei man schon bald in der 15 Meter Klasse mit 15 Meter? Welcher Drescher auf der Welt hat 15 Meter aktuell? Also das längste, was ich kenne, das sind die 13 Meter Schneidwerke von Case, John Deere und New Holland. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es eine schon längere gibt, kann sein. Ich weiß nicht, das vom Lexion. Ich weiß nicht, wie groß das ist von dem 8er Lexion, vom 8000er. Aber das wird auch keine 15 Meter haben. Mit dem 17.100 Aber 15 Meter, das ist ja, das ist ja irre, Alter. Ist der Mähdrescher super aufgestellt. Beim Abbunkern auf solche vergleichsweise kleinen Kipper wird die enorme Überladeleistung von 210 Litern pro Sekunde schon fast zur Herausforderung. Alter, das ist auch fettes Rohr, Alter. Unsere Testmaschine war ausgerüstet mit der optionalen Allradachse und 76,2 cm breiten Raupenlaufwerken. Laut Fendt bleibt der Mähdrescher bei dieser Konfiguration immer noch unter den 3,49 Meter Fahrzeugbreite. Okay. Ab 2021 geht der Ideal 10 für rund 750.000 Euro netto. Was ist das, das Weiße? Ach, das ist von denen. 2020 befindet sich die Ideal Mähdrescher Baureihe noch in der globalen Einführungsphase. Ah, okay. Fendt bzw. Echo geben in Sachen Erntetechnik mit dem Ideal richtig Gas. Nach unserem Testdrive des Ideal 9 in Deutschland hatten wir den Mähdrescher bereits 2018 in Kanada vor unseren Kameras. Oh, mit Zwillingsbereifung. Man sagte uns, dass die Erprobung des Mähdreschers bereits in den meisten anspruchsvollen Druschregionen der Welt stattgefunden habe. Bemerkenswert ist dabei, dass Echo bereits jetzt mit der Fertigung des Ideal in Brasilien begonnen hat. Wow. Für Europa wird der Mähdrescher weiter in Italien gebaut. Krass. Und für Nordamerika die Fertigung im Echo-Werk in Heston in den USA eingerichtet. Der Ideal 10 wird weltweit lediglich mit dem Fendt-Markenbranding verkauft. Also warum gibt's dann den. Vermutlich okay. Ein Vertriebsmodell, dem auch die gesamte Ideal-Familie zumindest außerhalb Europas schon bald folgen könnte. Also die wollen den Ideal nur noch als Fendt verkaufen, nicht mehr als MF, so wie ich das jetzt verstehe. Und der 10er, der ist jetzt schon nur noch Fendt. Was ich persönlich kacke finde, auch wenn es 1:1 dieselben Drescher sind. Aber ich würde mir lieber einen mit MF drauf kaufen als mit Fendt, weil ich von Fendt-Dreschern nichts halt. Von den alten. Und deswegen finde ich es halt cooler, wenn da ein MF-Zeichen drauf ist als Fendt. Wobei es im Grunde egal ist und mir persönlich dann eigentlich auch wurscht ist. Aber so ein MF-Zeichen wäre schon besser.
Weitere Informationen zum Ideal 10 sowie den Top 5 der größten Mähdrescher auf deutschen Feldern siehst du im Herbst auf DVD und Videostream. Top 5 größten deutschen oder größten deutschen Männer, war das? Ich suche das Video, wenn wir uns anschauen. Neuen Agrardoku Erntezeit in Deutschland. Hammerhart, Alter, hammerhart. Ja, das war's auch schon. Mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Like, abonnieren, kommentieren, ihr wisst Bescheid. Wir sind jetzt die Woche ab und zu mal live, also ich. Und Videos kommen auch wieder ganz normal. Jetzt dann ab nächster Woche ganz normal. Die Woche halt so, wie es gerade passt, hau ich sie raus. Und bis dahin, tschüss.